Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Ostern. Und Luisa wird jetzt ihre Ostergeschenke suchen. Und wir wünschen euch frohe Ostern und schöne Ostertage. Genau, auch wenn es schon rum ist, wenn ihr das seht. Wir wünschen auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video. So. Es ist sehr sonnig. Ja, es ist sehr heiß heute. Ein bisschen so die Augen zu kneifen. Na, dann such mal. Hier gibt es leider nicht so viele Verstecke, aber... Ach, hast du schon eins gedeckt. Cool. Oh, wie cool. Genau, leg alles auf den Tisch und dann... Genau, in Schatten, ne? Damit es nicht schmilzt. Genau. Ein paar Sachen sind sogar eingepackt. Ja. Ja, hier geht es ziemlich flott, weil hier nicht. Ja, die man noch suchen kann. Ja, alles Mögliche. Okay. Viele bunte Eier. Ist noch was da, ja? Und noch andere Sachen, musst du mal gucken. Ja. Man hört sie. Die Hummel. Trotz, dass es nicht so viele Verstecke gibt. Ah, da oben. Noch ein Enchantment. Und noch Stifte von Tafel. Hm, kannst du gleich in Ruhe angucken, ne? Da! Das andere hast du noch nicht entdeckt. Ja, wir mussten ein bisschen improvisieren mit dem Geschenkpapier dieses Jahr. Ne? Doch. Noch was? Ja. Ach, da ist noch ein Ei. Oh. Ein Ei? Nee. Eier müssten noch mehrere da sein, oder? Also eins bis zu viel bei. Lass mal suchen. Papa hat auch die Kamera mit. Fotos. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr wo. Heiß? Ach ja, da ist es, genau. Was ist das denn? Ich glaube ja. So, jetzt kannst du mal alles genauer betrachten. Fange ich mal mit dem an. Okay. Fühlt sich nach Lego an. Nach Lego? Mhm. Also es ist raschelt wie Lego. Raschelt, genau. Ja, ich habe richtig geraten. Ja, das hast du dir nochmal gewünscht, ne? Das Buch. Ja, genau, das Buch von... Lego. Ja. Das ist neu.
dann habe ich das hier. Das ist, macht nicht so viel Kraft. Oh, wie cool! Dankeschön! Was ist das? Das ist die Spielstation. Ah ja. Polly Pocket. Da haben wir doch vor kurzem noch geguckt, ob wir das holen sollen. Und genau. Dann, habe ich noch gesagt, können wir mal gucken, ne? Ja, können wir mal gucken. Genau, das ist das hier. Luisa ist nämlich im Polly Pocket Fieber und im Enchantment Fieber. Enchantment und Clarissa und Ringlet. Auch süß. Ja. Das Conny Quartett. Und noch die richtig coolen Stifte von Topmodel. Da ist Jill drauf. Und genau die hier. Und hier ist eine Katze, also Katzenquartett ist hier. Und Süßigkeiten. Eine Löschkugel. Cool. Die habe ich Gott sei Dank noch vor Corona gekauft. Willst du mal riechen direkt? Riecht voll gut. Riecht mhm. Die riecht so wie im Laden. Ach ja, ich liebe das. Ja. Und eine Beauty-Maske. Von Topmodel, ne? Ja. Hier. Oh, wie cool. Dankeschön. Eine Duftkerze, wo man Anfangsbuchstaben. Genau. Cool. Wieder so ein Doppel-Sticker-World. Du liebst es cool. Jetzt zu so kleben. Ja. Und ich finde das. Oh, cool. Ich hatte auch mal so eins. So ein anderes. Aber ich habe das schon alles vollgeklebt. Aber guck mal, das ist ja extra zu den. Bildern hier, die schon vor sind. Genau. Ist extra so eine Klebeseite. Ja. Cool. Und eine Lache. Dankeschön. Ja, den hat Luisa sich wirklich gewünscht. Ja. Und Stempel. Ja, so ein kleines Stempelset. Cool. Jetzt packe ich das Riesige aus. Normalerweise kommt das Riesige als erstes. Und das Kleinste am Ende. So, dann pack mal aus. Mal gucken, was hier drin ist. Die ganz große Qualität. Hat Luisa sich ganz, ganz dolle gewünscht. Cool, da ist auch so ein. Ja, da ist so ein kleines Auto, glaube ich, dabei, oder? Ja. Mhm. Wie viele Puppen? Zwei Puppen. So sieht das jetzt von vorne aus. Und das ist einfach so cool, weil hier sehe ich auch an der Seite schon, das sieht richtig toll aus. Ich glaube, bei dem hier. Warte, was? Bei dem hier muss man, glaube ich, irgendwie Wasser reinfüllen oder so. Packen wir jetzt mal aus, so gucken wir mal, ne? Ganz genau angucken. So, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und falls ihr die Villa mal so sehen möchtet, nochmal extra, dann können wir das euch ja nochmal gerne in der Insta-Story zeigen. Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr könnt ja mal über Instagram schreiben, was ihr so zu Ostern geschenkt bekommen habt. Das würde uns echt mal sehr interessieren. Ja, ihr könnt ja so 2, 3 Sachen mal sagen. Genau. Und wir werden jetzt mal alles auspacken und uns genauer anschauen. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.